Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, 365. Aufnahme heute. Neue Aufnahmesession beginnt auf jeden Fall. Was haben wir vor? Wir werden ein bisschen weiter ernten. Erstmal danke für die Kommentare, die in letzter Zeit so reingekommen sind. Das war ja mal ein bisschen mehr. Freut mich auf jeden Fall. Auch mal so ein Vorschlag zumindest, was man mit dem Geld macht. Wenn wir dann noch weiter drauf eingehen. Jetzt steht der jetzt ziemlich im Weg, ne? Und zu der Frage und Antwort, was soll lauter sein? Ich weiß es gar nicht. Was soll denn lauter sein? Die Musik? Ich hatte, glaube ich, einen Kommentar, einfach nur lauter. Ich weiß gar nicht genau, was habe ich in der Folge noch genau gefragt. Mal angucken. Musik lauter, Hintergrundgeräusche lauter, Gerede lauter, Gerede wieder lieber weniger. Dafür mehr Geräusche, mehr Musik. Deine Meinung ist auf jeden Fall gefragt. Hinterlass gerne einen Kommentar. Ja, wir können eigentlich hier gleich loslegen. Helfer einstellen, die sind schon richtig eingestellt. Und jetzt ging. Oh, Regen ist bald angesagt. Nehmen wir den noch gleich. Und dann holen wir den letzten noch. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt hier. Richtigen Anfang zu bekommen mit dem Helfer. So würde ich das einfach mal machen. Und noch einen haben wir. Und vielleicht haben wir auch noch einen neuen Mähdrescher. Aber erstmal wollen wir die jetzt hier zum Laufen bringen und dann können wir mal schauen, dass wir uns noch einen holen. Ein Standardmähdrescher wird das dann aber werden. New Holland, ein so wie wir haben, mit einem breiteren Schnittwerk noch, mit dem breitesten, was es gibt. Das hat nämlich auch den Vorteil, dass es einen eigenen guten Schneidwerkwagen hat, sozusagen. Wo man nicht immer das Problem mit den Schneidwerkswagen dann hat. Wenn man bei den Schneidwerken die Farbe auswählen könnte, könnte man auch diese hier mit dem bestücken. Glaube ich. Das wäre ja nochmal eine Idee, ne? Ich weiß nicht, wie die das aussehen würde. Das passt dann wahrscheinlich nicht so wirklich zum Glasmähdrescher. Mal schauen. Also das Laut ist hier Hintergrundmusik echt gerade nicht, ne? Wenn man sie überhaupt hört. Das muss ich nochmal lauter einstellen. Selber so eine alberne Kante hier gemacht. So. Na, gucken wir mal, nehmen wir den hier doch. Schon mal sehen, dass wir zu New Holland kommen. Da muss ja schon ein ganzes Stück voran sein eigentlich. Dann haben wir die nämlich erstmal am Laufen und dann können wir uns darum kümmern, dass wir nochmal einen vierten Meter schon holen. Ich denke, das macht Sinn, gerade für die großen Rapsfelder, die uns jetzt hier noch bevorstehen. Da werden wir sehen, dass wir Courseplay-Helfer nochmal sinnvoll einrichten zum Abfahren. Dann wird das schon. Eigentlich nicht hier, aber wo wir gerade da sind, komm, das geht so schnell. Ja, das war schon. Kommen wir mal schön an der Baustelle vorbei. Das haben wir ja auch noch nicht wirklich getestet, muss ich sagen. Wäre eigentlich noch mal eine Sache für so eine kleine Special-Folge zwischendurch der Ernte, mal die Baustellenfunktion zu testen. Da müssen wir uns erstmal wieder die passenden Geräte verkaufen. Das habe ich ja alles mal wieder verkauft, weil wir es ja gar nicht mehr brauchten. Gleich wieder verscherbelt. Aber Geld haben wir genug.
Divorce. Und dann nehmen wir den nochmal. Ist das denn überhaupt gedüngt, das Feld? Muss es eigentlich. Was haben wir mit der... Ja, ist es auch gedüngt. Passen wir hier noch zwischen. Nicht gut, aber... Gerade so. Okay, der Anhänger nicht. Komm schon. Das dauert hier mit zu lange. Dann kommen wir erst hier auf den Rest. Warten wir erstmal kurz. Da ist es dann auch soweit. Einmal einen Knicks gemacht. So, einmal die Knie beugen. Und dann geht's weiter. Hier haben wir auch nicht so gut die Wendemöglichkeiten. Zumindest aus dem Weg müssen wir mal fahren, sonst wendet er wieder nicht. Jetzt haben wir es auch wieder verkeilt. Hervorragend fängt das doch heute an hier. Mann, dort tolle neue Aufnahmesession. Es wird aber noch besser werden, denke ich. War ja auch ein bisschen übereifrig. Ich sag lieber nix. Ich sag auch nicht, wer die Bäume so nah an den Rand gestellt hat, aber okay, in der ersten Runde ist es eben so. Man kann auch froh sein, dass es überhaupt geht. In Wirklichkeit geht es auch nicht immer, dann müsste er jetzt stoppen und erstmal den anderen vorbeilassen. Zum Beispiel. Das ist in meiner ersten Runde nicht ganz so einfach. Wie viel hat er denn jetzt noch drin? Fast nächstes, passt schon. Wir warten jetzt nur kurz. Da hätten wir schon so weit, oder? Na gut, müssen wir beeilen. Vor allem, weil der Anhänger jetzt voll ist, brauchen wir gleich einen neuen. Oder wir fahren nochmal die Kursplay-Route ein. Oh Gott, wie fahre ich denn heute? Augen auf im Straßenverkehr, bitte. Auf dem Feldverkehr wohl eher. So. Und den noch leer. Wir sehen dann erstmal zu, dass wir uns den hier holen. Und der kann ja auch auf der Straße hier erstmal. Wir müssen ja noch nicht aufs Feld. Wir können mal hier längs fahren. Und dann machen wir den einen nochmal schnell leer. Oder ne, wir machen alle nochmal jetzt vollständig leer. Und dann haben wir so ein bisschen Zeit, den Kurs Playhelfer sozusagen richtig einzurichten zum Rapsverkauf.
Ja, da sind sie auch schon alle unterwegs. Ja, zack, zack, zack. Ich bin gerade zum Stillstand gekommen hier. Na, können wir. Und. Das war's. Ja, das Feld wird auf jeden Fall echt groß werden. Ich bin gespannt, wie viele Hektar das sind. Eigentlich müssten es auf jeden Fall mehr sein als in der Map-Angabe. Ich glaube, das wird diesmal nicht ganz so gut hinhauen. Aber da werden wir ja sehen. Eigentlich so das Ziel für die heutige Aufnahmesession auf jeden Fall, dieses Feld hier zu ernten. Eigentlich ja auch noch mit Verstärkung eines weiteren Mähdreschers, aber dafür müssen wir jetzt erstmal den Kursbreakkurs richtig haben. Und das bringt uns das nachher auch nichts. Da kommen wir nämlich gar nicht mehr hinterher. Na gut, der ist auch fertig. Dann können wir jetzt hier nochmal. Das dauert dann wieder ewig. So ein bisschen da rein zu schielen, wie viel noch drin ist. Passt auf jeden Fall ganz gut. So, fertig. Drehen wir einmal eine kleine Runde durch den Wald. Durch den Busch. So, die müssen wir jetzt beide noch mal leer machen. Und daran, dass der andere immer so ewig braucht. Das Feld ist nicht besonders quadratisch. Hier ist nur noch einmal hin und zurück, dann ist diese Ecke schon eigentlich so gut wie fertig und dann bleibt eben noch der kleine Rest. Es wird sogar eng. Wenn wir die gut beim Laufen halten, kann es sogar sein, dass wir den Mähdrescher hier gar nicht rechtzeitig aufs Feld kriegen. Ein Stück zu weit weg. Ganz leer kann er noch nicht sein. So, nur ist er leer, dann fahren wir schon mal wieder ein bisschen nach vorne. Einmal mit Vollgas übers Feld. Nö, den wollten wir nicht. Den lassen wir mal hier. Dann wechseln wir. Ja, da haben wir noch einen stehen, genau den doppelten. Mal kurz mal auf die Karte gucken. Ja, Depot. Könnte man, ja, dann kommt aber nicht zurück aufs Feld, ne? Das ist immer blöd. Ich
Ich denke aber doch, dass wir es zum Depot fahren. Das ist ja wirklich dann die gerade Strecke rüber. Das geht am schnellsten. Dafür fahren wir jetzt gleich einen Kursplay ein, wenn wir hier vorne an der Feldecke angekommen sind, wo wir angefangen haben. Denn da haben wir schon ein bisschen Platz. Und wir werden ja noch zwei, dreimal abfahren müssen. Ich glaube, das macht schon Sinn, dafür schnell mal einen Kurs aufzuzeichnen. Aber die Map mal wieder weg. Ja, was haltet ihr von dem Vorschlag? Zwischendurch zur Erntefolge mal so eine Testfolge hier auf der Baustelle, ob das alles läuft. Könnt ihr mal in den Kommentaren da lassen, wenn ihr da Bock zu habt. Dann mache ich das auf jeden Fall mal. So. Kursaufzeichnung. Beginnen. Was? Aber ich würde sagen, das soll es für diese Aufnahme denn gewesen sein. Kursplay-Kurs machen wir gleich in der nächsten Folge weiter. Dann morgen sozusagen, wenn ihr wieder dabei seid. Freue mich, wenn ihr einen Kommentar und ein Like hinterlässt, wenn euch die Folge gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis dann. Tschüss.